Moin, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Chucky Plays. Diesmal schauen wir uns das Spiel Flatland an. Das ist so eine Kolonie-Sim, die ich auch noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder das Spiel sogar kaufen, ich habe unten in der Videobeschreibung so einen kleinen Link. Würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut, wenn es euch am Ende gefällt. So, wir starten mal direkt rein. Ich habe hier schon gestern ein bisschen gespielt, ehrlicherweise. Habe ich so ein bisschen die Zeit vergessen, ne? Aber bums war es eins. Ja? Und das heißt bei mir immer was. Ne? Aber wir machen hier mal direkt ein neues Spiel. Und ich mache mich mal klein. Und jetzt bin ich hier. So, was haben wir hier? Ich war auch erstmal so ein bisschen overwhelmed. Ne? Ehrlicherweise frage ich mich, warum dieses Spiel nicht bei mir irgendwie auf dem Radar war. Komisch. Anyway, nochmal vorweg, das Video ist übrigens auch gesponsert. Ne? Danke geht raus hier an Ravenscourt und Plyon, die das mir möglich machen. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal die Clan-Auswahl an. Offensichtlich gibt es verschiedene Clans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 an der Zahl. Da sind auch irgendwie neue Clans dazugekommen. Aber ja, im Vergleich zum alten Patch. Das habe ich halt aber nicht gespielt. Ne? Von daher kann ich da kaum noch irgendwie einen Vergleich ziehen. Das mal direkt vorweg. Ja, und irgendwie offensichtlich haben die alle so eine kleine Story. Ne? Also es ist wohl so, dass irgendwie so eine Geschichte da passiert ist, dass die Welt überflutet ist. Daher der Name Bloodland. Ne? Und so ein Clan hat eben verschiedene Eigenschaften, kennt ihr ja schon aus anderen Sims. Ne? Hier beispielsweise Freiheit der alten Welt. Die schätzen zum Beispiel moralische und gut funktionierende Gesellschaft und Dezentralisierung und so weiter und so fort. Ein gewisses Maß an Freiheit. Diese Symbole hier, die werden später auch nochmal wichtig. Dann haben die Clans Eigenschaften. Ne? Hier Klempnerin, alle Wasseraufbereitungsgebäude, 25% schneller und sie sind arbeitssüchtig. Genau. Man kann Nachtschichten einführen, ne? dann schaffen die auch nachts, aber ja, ist natürlich nicht so cool, ne? Deswegen geht die Unruhe da hoch. Unruhe ist natürlich sowas wie Stabilität, ne? Wisst ihr. Gut, wir haben ja auch noch hier andere, ne? Beispielsweise gerecht, Kriminalitätsauswirkung 50% und widerstandsfähig und was nicht alles. Ne? Demokratische Jugend. Wir nehmen mal auf entspannt hier diese Good Neighbors, mit denen habe ich auch angefangen. Wir machen mal mit dem Prolog. Das nämlich, ne, dann kann ich euch so ein bisschen das Spiel mit erklären und Tutorial. Gibt es ein paar zusätzliche Erklärungen. Das seht ihr hier, doch, das seht ihr hier schon. Ne? Schwierigkeitsgrad gehe ich hier so, ne? Verfolge die Geschichte, stelle dich eine. Ich bin hier einfach Mitte, ist der Standard. Beginnen. So, Leute. So sieht das aus. Also ich muss ehrlich sagen, tatsächlich, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Das ist gestern wirklich lange. Aber ich versuche es euch mal nahe zu bringen, was hier genauso wichtig ist. Weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon zig Koloniesims hinter mir. Und ihr wisst das, wenn ihr mal die Chucky Plays Liste durchzieht. Ne? Alles Mögliche von Farthest, Frontier und was nicht alles. Und am Ende, ja, es wiederholt sich ja mal so ein bisschen. Ne? Die Leute gucken ja auch so ein bisschen hier, was machen die gut, was können wir verbessern und so weiter. Aber dazu gleich mal mehr. Was macht Flatland anders? Können wir gleich mal reinschauen. So, los geht's. Ja, hier Triggerwarnung tot, ne, ganz kurz. Hier ist offensichtlich jemand gestorben, Schwester ist irgendwie tot. Harte Kost, Leute. Hier Valmonarch, übrigens die Entwickler von dem Game. Und die haben jetzt tatsächlich da wohl noch ein bisschen nachgebessert. Weil, ihr könnt das ja hier unten mitlesen, ne? Weil offensichtlich, und das habe ich auch gesehen, ich informiere mich ja mal so ein bisschen vorher über so ein Game. Und da waren die Rezensionen so eher meh. Ne? Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber exakt das haben sie wohl jetzt alles in diesem neuen Patch adressiert. Und da ich das Spiel gestern schon eine Stunde geballert habe, oder mehr sogar, ich glaube drei oder sowas am Ende, mir ist da jetzt nicht viel aufgefallen, was da irgendwie jetzt scheiße lief, muss ich sagen. Also offensichtlich haben sie einen guten Job gemacht. Von daher, falls ihr das Spiel schon kennt, ja, gebt ihm ruhig nochmal eine Chance. Ich, wie gesagt, habe leider keinen Vergleich zu vorher. So, wir sind irgendwie die Siedler. Wir sind jetzt hier Flatland, ne, die ganze Katastrophe. Hier wird es immer das Ereignis genannt. Ja. Und wir starten dann hier rein. Wir trauern um unsere Freundin. Es ist alles schwierig, ja, logischerweise. Ne? Aber ihr seht jetzt hier schon, Boote gibt es, die gesamte Welt ist unter Wasser. So ein bisschen wie Waterworld, nur nicht ganz so Water. Ne? Also so 4 Meter Höhe, 5 vielleicht. Seht ihr ja hier. Ne? Auf jeden Fall wurde es irgendwie viel überschwemmt. Und jetzt haben wir das Problem. Und jetzt müssen wir da überleben. Und das hat echt, das ist nicht schlecht. Ist auch recht komplex, muss ich sagen. Das mag ich auch immer gerne. So, wir fangen mal an. Das ist hier unsere erste Base. So, ja, hier Kamera, dies, das, Ananas. Kennen wir ja schon, zack, zack. So, Steuerung der Zeit haben wir hier oben. Man kennt es. Kolonism. Klassiker. So, pausiert.
So, jetzt haben wir das hier, ne? Jetzt können wir das so machen. Kamera, ihr kennt das so. Ne? Und jetzt haben wir hier so einige Sachen. Und wir fangen jetzt erstmal an. So, jetzt gibt es hier ein Event. Ein dringendes Problem, wir brauchen deine Hilfe. Und das finde ich ganz cool. Das Tutorial, das nimmt dich so ein bisschen an der Hand. Logischerweise sollte ein Tutorial ja tun. Wir haben hier unten so ein bisschen hier Lily Kapoor, das ist wohl so die Chefin, ne, von diesem Clan. Und über sie kommuniziert der Clan mit uns. Also wenn es denen scheiße geht, dann wird die uns das sagen. So, was müssen wir machen? Alle haben Hunger, sammeln Vorrat. Machen wir. So, Kapitel 1, stationäre Reisende. Wir müssen jetzt erstmal, ne, das ist so das übergeordnete Ziel. Finde alle Speer und errichte eine dauerhafte Siedlung. Das wollen wir machen. Los geht's. So, wie machen wir das? Wir brauchen jetzt Futter. Und jetzt können wir hier mit Suchen und Erkunden so Gebiete, ja komm, so Gebiete festlegen, wo die das machen sollen. Und ihr seht schon, guck mal, hier gibt's Essen. Zack. Hier gibt's aber auch Essen. Und dieser komische Eimer da, Plastik, ne? Seht ihr da? 100 Plastik. Das nehmen wir uns auch mal mit. Und dann haben wir hier auch nochmal Essen. Ja, und dann reicht das erstmal, ne? So, und was jetzt passiert? Die Leute hier aus dem Lager gehen jetzt erstmal los, ne? Wir haben keine Zeit, also beschleunigen wir mal. So, ne? Übrigens, es gibt ja auch Nebel des Krieges, also so, ne? Du siehst halt nicht gleich alles, was auch ganz cool ist. So, jetzt sollen wir machen, sammeln Vorrat an unbedenklicher Nahrung, bevor ich dein Lager aufschlage. So, und zack, haben wir, 60. Perfekt. Wieder vereint. Finde die Speer, die sich in den nahegelegenen Ruinen verstecken. Das ist der nächste Punkt, zeige ich euch auch gleich. Ja, Aufträge. So, wir machen mal kurz Pause und jetzt hast du hier Ruinen, da kannst du raufklicken. Dann steht hier Gebäudereste, ne? Hier ist irgendwas, hier ist ein Ereignis. Dann haben wir hier Müll und ein bisschen Wasser. Gut. Und jetzt können wir hier Suche nach Leuten. Ja, ja, komm, kannst du raufklicken. Ich will euch nochmal ganz kurz zeigen, hier darüber gibt es sogar noch Aufwertung möglich. Das heißt, diese Ruinen können wir aufwerten zu einem Haus. Kostet natürlich 250 Plastik, aber, ne? Oder Müll heißt das. So, dann lassen wir das mal kurz checken. Ja, da geht jetzt ein so ein Dude hin. Jetzt ist die Aufmerksamkeit wieder erforderlich. Ah ja, hier. Neue Menschen gefunden. Da haben wir sie. 10 neue Dudes. Clanlose Menschen. Okay. Wir laden sie ein. Wir haben ja 40 Essen. Oder leider können wir sie noch nicht aufnehmen. Nö, wir laden sie ein. So, jetzt kriegen wir haben Leute getroffen, die noch keinem Clan angehören. Sie möchten sich uns gerne anschließen. Die werden dann automatisch Mitglied deines Hauptclans hier. Ne? Hätten wir jetzt mehrere Clans, und das geht später auch, ja, und das ist dann auch eine große, ich sag mal, Komplexität des Spiels, dass du diese Clans untereinander, die müssen harmonisieren. Ja. Und das ist auch nochmal, aber da, so weit war ich dann, habe ich gerade mit den Anfängen so gehabt. Okay, so und jetzt haben wir hier natürlich, jetzt hier die Dudes kommen. Wieder vereint. Wir kriegen ein Forschung. Forschung ist auch geil, Leute. Das ist hammergut. Es ist wirklich gut. Forschung haben sie gut gemacht. So. Zeit, sich niederzulassen. Baue den Lagerplatz zu einem dauerhaften Lagerhaus aus. So. Das müssen wir aber machen. Jetzt gehen wir immer in den Technologietree. Und den finde ich sehr ziemlich cool. So, der ist jetzt erstmal am Anfang, dachte ich auch, what the fuck. Also, ne, es ist hier mega erschlagen. Aber es gibt 4 Kategorien. Erstmal vorweg. 4 Technologiekategorien. Wachstum, Überleben, Wohlergehen, Erkundung. Dann hast du in der Mitte noch so Sachen, die du freischalten kannst, um dann in den jeweiligen Trees noch mehr freizuschalten. Wenn wir hier Müll erforschen, dann können wir mit Müll mehr machen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Erkundung und ein kleines Lagerhaus. Das sollen wir jetzt erforschen. So, was ihr jetzt nicht seht, hinter mir, da steht jetzt hier, upp, entwickeln. Und dann steht hier, wupp, kostet 1. Ne? Und diesen einen haben wir ja. Den haben wir hier oben, das sehen wir da. Ein Forschungsding. Und das entwickeln wir jetzt. Kadabeng haben wir. Ne? So ein Lagerhaus kostet übrigens auch 300 Müll. So, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Und dann werten wir das hier auf. Können wir aber noch nicht. Weil wir, hier fehlen 300 Müll. Ne? Wie viel haben wir? Wir haben 105. So, das heißt, wir müssen noch ein bisschen Müll suchen. Schauen wir mal. Da ist noch ein bisschen Müll. Hier ist Essen. Hier unten ist auch nochmal Müll, 150. Und da ist auch Essen. So, was man nicht vergessen darf, das habe ich nämlich auch gemacht. Hier ist ein Bootwrack. Und hier sind immer 200 Müll drin. So. Ah ja, jetzt müssen erstmal die ganzen Aufgaben abgeschlossen werden.
Machen wir mal schnell. So. Na, wenn hier unten, wir können nämlich nur 6 Mal suchen und erkunden aktuell. Also 6 solche Orte hinbauen. Und da müssen die erstmal, oh, jetzt haben wir 5 von 6. Jetzt können wir hier sagen, durchsuchen. Da kriegen wir so einige Sachen, ne? Auch nochmal sowas hier. Relikte aus der alten Welt, das wird später wichtig. Und ein Buch. Aber auch Wasser, riskante Nahrung. Riskante Nahrung, auch sehr geil. Müll und Holz. Aber okay. Die Bootwracks. So, jetzt können wir das Lagerhaus aufwerten. Machen wir mal directly. Ja? Und bing. Haben wir fertig. Wir haben wieder eine Forschung bekommen. Der nächste ist, stell dir deinen Leuten ein Zelt zur Verfügung. Ja, mit einem Zelt, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Mit einem Zelt ist natürlich nicht gemacht. Ne? Wir brauchen natürlich mehr Zelte. Wir gehen mal hier rüber. Wir haben 20 Gesamtbevölkerung, aber 10 untätige Personen. 20 Gesamtbevölkerung, das ist wichtig. Okay, und wir gucken nochmal hier. Hier wird immer noch weiter gebaut. 20 Gesamtbevölkerung, ne? Die sitzen jetzt hier in solchen Abdeckplanen. Das ist natürlich nicht geil. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Unter Wohlergehen, da hast du so das ganze Kram drin, so für deine Peoples. Und dann müssen wir hier Zelt entwickeln, wir kosten ein. Hier gibt es übrigens auch später verschiedene Modus. Auch sehr cool, muss ich euch auch noch zeigen. Gehen wir rein, wir entwickeln das Ding mal. Zelt. Ja, Zelt ist ready, perfekt. Kurz mal Escape drücken. Jetzt haben wir hier unten im Baumenü, können wir unter Wohlergehen das Zelt sehen. Alles klar. Wir bauen uns hier mal Zelte. 1, 2, 3, 4. Wie wir haben 20, ne? In einem Zelt passen 3 rein, also brauchen wir ja mindestens 7. 4, 5, 6, 7. So, und leider kostet so ein Zelt halt 150 Müll, ne? Das ist schon heftig. Deswegen müssen wir da erstmal so ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir nochmal 10 Forschung bekommen. Und jetzt müssen wir, und das finde ich auch sehr geil, dauerhaft und nachhaltig. Weil viele Games sagen dir, okay, hier, da musst du irgendwas machen. Ja, was weiß ich, hol Essen, hol dies, hol das. Aber hier, sorge für eine ständige Versorgung mit erstmal Pflanzen oder Fischen. Und das ist ja am Anfang immer das Struggle. Ja? Dass du ein ständiges Einkommen hast von Pflanzen, Fischen, dass du sauberes Wasser hast und Vorrat am Müll hast. So, dann können wir mal gucken. So, jetzt können wir noch Gebäude bauen und so weiter. Ich werde wahrscheinlich mal hier den Bau abbrechen von den Zelten und versuchen, das hier aufzubauen. Aber als erstes, wir müssen jetzt ja uns irgendwie um Wasser und so weiter kümmern. Und dann gehen wir jetzt hier hin und jetzt passiert das, was ich als erstes meinte vorhin. Wir müssen die Technologie Müll entwickeln. Ne? Überleben. Hier. Da ist überall so ein Müllsymbol davor. Ihr seht es ja. Ne? Und erst wenn ich die Mülltechnologie habe, wird das hier freigeschaltet. Also entwickeln wir sie. Oh, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Als erstes, wir brauchen auf jeden Fall Wasserdestillation. Wasser ist klar, das brauchen wir. Kostet 320, kostet hier. Und hier steht auch noch Technologievoraussetzung, ist Müll. Ja. Entwickeln wir. Fertig. So, und dann können wir jetzt aussuchen, ne? Fischerpier oder Wildbeuterhütte. Ja? Beim Fischerpier kommt leider erstmal riskante Nahrung raus. Wildbeuterhütte nicht. Ne, da ist schon wieder erst unbedenklich. Deswegen nehmen wir erstmal die. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rein und bauen, überleben erstmal Wasserdestillation. Kostet 320 Müll. Wo hauen wir die hin? Hier. Und dann bauen wir noch eine Wildbeuterhütte. Ja, und da seht ihr hier schon. Ja, die bauen wir mal hier so rein. Ja, so haben wir alle 3. Perfekt. Okay. So, dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Oh, und sammle einen Vorrat an Müll. Also, wir haben noch in der Technologieentwicklung unter Wachstum, genau, die Sortierhütte. Arbeitskräfte sammeln und sortieren regelmäßig Rohstoffe aus großen Vorkommen. Ermöglicht das Sammeln von Müll aus dem Gebiet. Ja, komm. Brauchen wir. Ja, Müll ist sozusagen der Grundstein unserer Zivilisation. So. Oh, hier haben wir auch nochmal was drin. Ein Wasserturm. Den können wir uns auch mal angucken. Und dann bauen wir uns hier mal so eine Sortierhütte. Jetzt muss man gucken. Ah, hier, ne? Hier gibt es so ein paar Müllsachen. Und dann nehmen wir das ruhig hier so hin. Da. So, das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Also,
Oh, hier müssen wir. Was haben wir hier? Ein Artikel aus einer Wirtschaftszeitschrift. Ein Auszug, ne? Das ist so ein bisschen aus der alten Welt, wo man dann so ein bisschen Story mit reinkommt. Skippe ich mal. Könnt ihr euch gerne in Ruhe angucken, wenn ihr das Spiel selber habt. So. Hier 150 Müll. Das Gute ist manchmal, ne, hier der Müll, der regeneriert sich. Wenn man jetzt hier mal so guckt, hier ist Essen. Haben wir hier noch ein bisschen Müll. Ab und zu taucht hier oben ganz viel. Ne? Dann nehmen wir das mal. Und dann sagen wir hier, die Müllhütte, das soll mal hier die Priorität sein. Ne? Höchste Priorität festlegen, damit das Ding mal schnell gebaut wird. So. Ne, in der Nacht machen die halt nichts alle, sind am Pennen. By the way, hier unten, dieser Balken ist die Unruhe. Und die ist natürlich ein bisschen hoch, weil wir natürlich immer noch kein Essen, kein Dings hier haben. Oh, hier oben haben wir noch verfallene Ruinen. Hab ich gar nicht gesehen. Zack, mal durchsuchen. Gibt nämlich auch wieder 200 Müll. Ah ja, guck, jetzt arbeiten, jetzt ist die Müllhütte hier am Start. Arbeiten zwei Leute drin und die bauen hier, ja, Müll. Ne? Also die holen hier Müll raus. Und ja, aktuell schlafen sie noch. So, und dieses Haus würde ich auch gerne renovieren, ne, auf 250. So, jetzt haben wir den Sammler, den Vorrat an Müll. Haben wir 400. Aber irgendwie auch nicht, ne? Null ist, Müll ist bei 0. Wasserdestillation wäre wichtig. Das würde ich auch nochmal priorisieren. Und dann hier unsere Hütte. Wildbeutelhütte würde ich auch nochmal priorisieren. Ich gucke nochmal. Haben wir noch irgendwo anders Müll? Hier haben wir nochmal Essen. Hier haben wir nochmal Müll. Und da auch. So, wir können nicht alle unsere Nahrungsbedürfnisse als Sammler decken. Wir brauchen richtige Farmen, um eine nachhaltige Nahrungsquelle zu haben. Stimmt, haben wir aber noch nicht die Technologie. So, jetzt haben wir hier so ein paar Zelte, ein paar pennen hier noch unter Plan. Das ist natürlich nicht so cool, aber it is how it is. So. Na, jetzt müssen wir uns erstmal den Müll hier... Guck, jetzt hat sich hier wieder ein bisschen Müll angesammelt. Nochmal haben wir hier noch mal ein bisschen mehr. Also Müll ist am Anfang so ein bisschen, das gatet dich echt. Hier haben wir noch mal Müll. Hier haben wir auch noch mal Müll. Dann sollte sich das langsam... Ah ja, guck, jetzt wird hier die Sammlerhütte gebaut. Damit wir hier auch mal ein bisschen mehr Sammelnahrung bekommen. Und zack, arbeiten zwei Leute drin und machen diese Meals. Und jetzt haben wir beides. Wir haben 18 Forschung bekommen, weil wir alles erfüllt haben. Nächster Auftrag ist, biete den Menschen einen Ort, an dem sie lernen können. Sammle genügend Forschung. Okay, das machen wir als nächstes. Also wir haben jetzt hier eine Wasserdestillation. Die läuft. Da gucken wir nochmal hier rüber. Wie viel Trinkwasser brauchen wir? 1,9 pro Tag machen wir plus. Essen machen wir gerade minus 7,5 am Tag. Das sollte sich aber bald geben. Na, 7,5 ist ganz schön wenig. Wir machen jetzt hier wie viel pro Tag? Plus 12,5. Na. Okay. Wir gehen hier nochmal rein. Wir müssen Holz mal entwickeln. Haben wir jetzt. Und gehen jetzt hier nochmal in den... Jetzt haben wir hier ein Studierzimmer. Das ist denn das, was wir hier benötigen für ein so ein Ding. Und dann die Akademie. Das ist später wichtig. Brauchen wir noch nicht. Was ich jetzt benötige... ist mal in Überleben, nee, in Wohlergehen, nee, auch nicht, in Überleben, genau, mal den Fischerpier und dann die Feldküche. Weil das Food, was wir jetzt hier von dem rauskriegen, ne, das ist halt ungenießbar, das müssen wir erstmal genießbar machen. So, okay, die beiden Sachen haben wir, jetzt sind wir auch bei null Forschung wieder. Jetzt bauen wir hier mal so ein Studierzimmer. Kann man auch so hinbauen, ne? Jo. So, das braucht aber, ihr seht schon, 350 Holz. Wie viel Holz haben wir? Oh doch, wir haben 505 Holz, aber es fehlt wieder an Müll. Es ist immer das Gleiche. Als nächstes nochmal ein Fischerpier. Ne? Hier ist richtig viel los. Ich baue das Ding einfach mal hier hin.
In der Hoffnung, dass das passt. Und dann eine Feldküche. Oh, die ist ganz schön groß. Kommt hier mal hin. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was zu tun, ne? Wir gucken mal. Können wir wieder ein bisschen was sammeln. Hier. Hier haben wir nochmal ein bisschen Holz. Müll. Oh, hier nochmal mehr Müll. So, jetzt würde ich hier ein renoviertes Haus mal bald draus machen. Brauche ich aber 250. Oh, jetzt haben wir hier gefährliche Wetten. Du hast halt auch so Events, ne? Also so ein bisschen Frostpunk-Vibes, ne? Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht albern, aber ich mache mir Sorgen, dass wir in der Siedlung ein Glücksspielproblem haben. In letzter Zeit ist nicht wirklich viel passiert und aus Langeweile haben die Leute angefangen, Wetten auf alles Mögliche abzuschließen. Ob es regnen wird, wie viele Möwen und so weiter. Jetzt haben wir hier drei solche Sachen. Ich verbiete kategorisch jede Art von Wetten. Sollen sie doch wetten, aber ein Teil des Wettgewinns muss in den Gemeinschaftsfonds eingezahlt werden. Ne? Und dann, wenn sie wollen, sollen sie Glücksspiel auf diese Art betreiben. So, aber das hier wird quasi vorgeschlagen von der Frau. Und dann machen wir das auch. Ich gestehe, dass mir diese Lösung gefällt. Allein durch die heutigen Wetten konnten wir den Gemeinschaftsfonds jede Menge Geldmittel zuführen. Außerdem sind die Leute plötzlich gar nicht mehr so erpicht auf ihre kleinen Wettspiele. Logisch, ne? Wenn du immer was abgeben willst oder musst. Ich denke, damit haben wir das Problem in den Griff bekommen. Okay. Und hier 20 Menschen haben einen neuen Status beschwichtigt. Sehr schön. Na, sowas halt, hast du dann halt auch ab und zu. So, Busch. Aufsammeln mit Bügelsäge, die haben wir noch nicht. Ach ja, genau, manche Sachen kannst du noch nicht aussammeln. Auch obwohl wir Holz erforscht haben, brauchen wir jetzt eine neue Technologie namens Bügelsäge, damit wir das mitkriegen können. So. Das läuft, Essen geht runter. Immer noch minus 7,5 pro Tag. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wie sieht's hier aus? Ja, es fehlt an Müll. Da müssen wir noch mal ein bisschen vielleicht... Hier haben wir Müll und Trümmer. So nennen sich diese ganzen anderen Sachen. Hier haben wir nochmal. Hier haben wir auch nochmal Müll. Nochmal ein bisschen Essen. Oh, Gebäudereste. 200. Die können wir auch nochmal durchsuchen. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Studierzimmer gebaut. Perfekt. Und das Studierzimmer, das nutzen wir für Forschung. Jetzt können wir hier sagen Nachtschicht, ne? Aber es nutzt diese Relikte aus der alten Welt, erinnert euch, ne? Die haben einen Zweck. Und generiert daraus Forschungspunkte. Ich glaube, aus 3 macht das Ding 10. Ne, aus einem macht es 10. Hier unten haben wir jetzt noch die Feldküche. Die macht aus riskanter Nahrung normale Nahrung. Ne? Aus 10 macht es 10. Das ist okay. Und dann haben wir hier oben bald, wahrscheinlich ready, den Fischerpier. Und da ist jetzt nur einer drin. Oh, aber wir haben jetzt hier noch was anderes. Ein zerstörtes Gebäude. Das können wir natürlich noch mal ein bisschen untersuchen. Aber ihr seht schon, das sind jetzt hier schon so lange Strecken. Personen gefunden. In diesen Ruinen verstecken sich Menschen. Sie würden sich uns gerne anschließen, aber wollen keinen Unmut verbreiten. Wir brauchen daher genug Trinkwasser, damit niemand seine Ration teilen muss. Ja, ist okay. Und sie schließen sich uns an. Wir haben 30 Leute in der Gesamtbevölkerung. Ja, wir müssen jetzt hier langsam mal das Ding hier ausbauen. Das machen wir. Wir haben 250 Müll. Machen wir mal schnell. Und dann gucken wir nochmal, wie viele sind obdachlos. Bausteine im Gebäude. Ach ja, genau. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben Forschung und wir haben das. Als nächstes ist der nächste Step. Das ist auch richtig geil. Du kannst deinen Clan ja, so ein bisschen modifizieren. Wir haben ja jetzt hier diese Good Neighbors. Und hier steht es ja, ne? Wir haben die Anfänger einer echten Siedlung geschaffen. Wir müssen anfangen, Leute in speziellen Fähigkeiten auszubilden. Das heißt, manche Gebäude profitieren davon, wenn du einen Menschen da reinschickst, der eine gewisse Fähigkeit hat. Ja, dann baut er mehr ab. Beispielsweise ein Sägewerk, Menschen mit Präzision sind da besser. Oder beim Sammler, ne, da brauchst du Leute, die halt Power haben oder was auch immer. Ne? Und das müssen wir tun. Also haben wir verschiedene Aufgaben jetzt. Wir sollen einen spezialisierten Arbeitsplatz für Menschen mit bestimmten Spezialisierungen einrichten. Schaffe ein Lernumfeld, in dem deine Bevölkerung ihre Spezialisierungen erweitern kann. Stichwort Akademie. Erhöhe die Standhaftigkeit deiner Bevölkerung. Standhaftigkeit ist eine dieser Fähigkeiten. Und besetze einen Arbeitsplatz. Okay, das klingt jetzt erstmal viel, aber Leute,
Have No Fear, Chucky ist hier. Ich erkläre euch das ja alles. Wir müssen erstmal hier rein. Jetzt haben wir wieder einiges, können wir hier machen. Wir gehen aber auf Wachstum. Ja, die Holzfällerhütte. Wir brauchen hier erstmal die Akademie. Das ist wichtig. Und Holzfällerhütte würde ich auch mal machen, ne, damit wir ein bisschen Holz rankriegen. Kostet sogar 10. Ah, 10 ist ganz schön heftig. Wir gucken nochmal ein Überleben rein. Ach ja, da würde ich mal sogar... Ja, Fischerkai oder Wildbeuterhaus. Warum? Und jetzt seht ihr hier zwei Leute, aber einer mit diesem Standhaftigkeitsding. Deswegen würde ich das tatsächlich beim Wildbeuterhaus sehen. Ne, weil wir von denen immer irgendwie mehr kriegen. Ja, wir entwickeln das mal. So, jetzt haben wir hier verschiedene Modi-Modus in diesen Gebäuden. Das finde ich auch cool. Den kann ich jetzt auf Akademie auswählen. Was jetzt passiert ist, wir haben ein Buch. Dieses Buch gibt dir 10.000 XP, Erfahrungspunkte. Und dann wird in diesem, ja, wird das unserem Clan zugewiesen. Das machen wir jetzt mal. Und schon haben wir das hier abgehakt mit der Akademie. Ne? Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was ihr überhaupt machen sollt, ne, dann könnt ihr einfach so rüberfahren über dieses I und dann steht ja genau, was ihr machen sollt. Ne? Okay, dann bauen wir hier nochmal eine kleine... Also das Wildbeuterhaus, das könnten wir jetzt aufwerten, brauchen aber noch eine Menge Holz. Deswegen bauen wir erstmal ein... Habe ich nicht irgendwo die Holzhütte gebaut? Warte mal, hatte ich doch, habe das nicht erforscht. Feldküche, die ist das Ananas. Erkundung nicht. Da haben wir noch die Bügelsäge, aber Wohlergehen auch nicht. Wachstum. Ah, die habe ich nicht. Kostet 10 Forschung, wir haben 2. Nicht gut. Okay. Dann müssen wir hier erstmal nochmal ein bisschen... Oh, hier haben wir auch nochmal ein Boot. Gar kein Problem. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen hier Forschung und XP. Auch sehr cool. Haben wir hier noch was? Immer mal hier so rübergehen, ne? Hier auch nochmal ein bisschen Müll und so weiter mitnehmen. So. Renoviertes Haus. Und da übrigens wohnen 5 Leute jetzt drin. Sind noch welche obdachlos? Kann man mal hier rüber gehen? Bevölkerung, Unruhe, friedlich. Okay. Sieht gut aus. Ich gucke mal. 1, 2, warte mal, 3, 6, 9, 12. Plus nochmal 6 sind 18. Plus die sind nochmal 5. Haben wir denn hier noch irgendwelche Planen? Und 23 und wir haben eigentlich 30. Hm. Wir werden es mal sehen. Frühere Wissenschaftler hätten beim Anblick unseres Studierzimmers gelacht. Für uns ist aber ein gewaltiger Fortschritt. Ja, haben wir doch. So, wir haben hier Essen, ne? Die riskanten Dinger da. Und Essen haben wir auch. Trinkwasser geht gerade runter mit minus 8,1. Ich würde wahrscheinlich nochmal ein so ein Ding bauen. Richtig und wichtig. Jetzt ist das genau Akademie. Ne? Das wird jetzt hier gerade entwickelt. Und so, damit haben wir das. Jetzt haben wir aber auch keine Bücher mehr, sondern machen das wieder auf Standardmodus. Oh, was haben wir hier oben? Hier ist was. Weit von einem funktionierenden Lagerhaus entfernt. Ja, das sehe ich ein. Das ist wirklich sehr weit entfernt. Deswegen sollten wir da nochmal ein Lagerhaus bauen. So ein ganz kleines. Das bauen wir mal hier so hin. Wir haben jetzt hier unten übrigens so einen blauen Pfeil. Spezialisierung kann verbessert werden, das machen wir. So, und jetzt kommt dieses ganze Upgrade-Ding. Das ist das Clan-Profil hier. Wasser, Nahrung, Gesundheit, alle freuen sich. Alles gut, ne? Good Neighbors, Lilly Kapoor.
Unruhe ist bei 9, es ist friedlich. Warum ist es bei 9? Weil einige kein Haus haben. So, jetzt haben wir hier die XP-Leiste voll, 25.000 Erfahrung. Wähle eine Spezialisierung aus. Wir sollen jetzt hier diese Standhaftigkeit. Das machen wir einmal, zack. Jetzt hätten wir noch eine, noch eine haben wir nicht. Jetzt haben wir diese Standhaftigkeit. Was macht das? Körperliche Stärke, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Standhaftigkeit ermöglicht es deiner Bevölkerung, effizienter zu arbeiten. Beispielsweise beim Fischfang für unbedenkliche Nahrung, beim Sammeln von Müll oder Schrott. Oder beim Abbau von Kohle. Das ist schon mal gut. Ja? So, dann haben wir das alles soweit fertig. Richte einen spezialisierten Arbeitsplatz. Ah ja, das müssen wir auch noch machen. Und besetze einen spezialisierten Arbeitsplatz vollständig. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen noch mal ein bisschen... Hier ist Müll und so weiter. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. Ja, dann, oder ich brauche auf jeden Fall noch mal so ein Holzfällerhaus. Hier, ne? Lagerhaus ist voll. Sehr hohe Arbeitsbelastung. Ja, und die vom Fischerpier, die sind ein bisschen weit weg. So, was wir jetzt machen, ich gucke mal. Wir haben 2 Forschung. Passiert hier noch was? Ja, okay. Da haben wir jetzt gleich... Jetzt haben wir 12 Forschung. Jetzt gehe ich hier rein und jetzt hole ich mir die Holzfällerhütte, weil ohne die geht's nicht. Kostet 10. Debatte der Gelehrten. Das ist auch noch wichtig, weil da generieren wir passiv diese Forschungspunkte, auch wenn wir keine Bücher haben. Oder nicht Bücher, na, diese Medaillenrelikte. Na, das kostet aber 3. Müssen wir nochmal... abwarten. So, jetzt haben wir eine Holzfällerhütte. Ne? Wo können die am besten hin? Hier. Boah, guck's dir an. Hier 60, 60, 60. Das kloppen wir mal hier hin. Und jetzt wird auch noch gearbeitet. Sehr, sehr gut. Wieso ist hier eigentlich nur einer hin? Zack. Da will ich doch lieber 2 haben. Und dann werde ich da oben noch mal ein paar Zelte bauen, wenn das fertig ist, weil dann ist hier nämlich der Nebel des Krieges weg. Okay, wir haben wieder ein bisschen Technologie, ne? So ein Buch ist immer echt ganz cool. Deswegen würde ich jetzt erstmal unter Wachstum hier die Debatte der Gelehrten nehmen, damit ich... Jetzt kann ich Forschungspunkte einfach so generieren. Hier sind wir jetzt aber auch erstmal durch. Gucken in Überleben rein. Pilzsammlerhütte, Fischerkai oder Wildbeuterhaus. Erkundung. Da haben wir die Bügelsäge, kostet 10, machen wir dann. Und Wohlergehen. Ja, irgendwann müssen wir diese Trümmer entwickeln, das kostet 25. Aber das warten wir alles nochmal. Hier ist auch nochmal was. Aber da kann man irgendwie nichts machen. Als nächstes würde ich wahrscheinlich die Bügelsäge mal angehen. So, jetzt haben wir hier die. Jetzt würde ich hier nochmal... Wohlergehen, hier nochmal ein paar Zelte bauen. Ja, damit die halt hier nicht immer stundenlang hin und her rennen müssen. Ja, jetzt oben geht's aus. Die Menschen leben so weit zu, davon entfernt. So, jetzt haben wir hier auch genug Sachen. Jetzt können wir das hier upgraden. Ne? Wildbeuterhaus. Das machen wir direkt. So. Wir haben noch eins von diesen Dingern. So, und jetzt weisen wir in diesem... Oh, jetzt, oh, das ist schon automatisch gemacht werden. Okay. So, als nächstes, jetzt, genau, jetzt können wir... Jetzt haben wir neue Forschung bekommen und Funkturm kann jetzt verwendet werden. Damit wir... Hier steht's auch, ne? Jetzt sind wir eine gut geölte Überlebensmaschine. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir das Kraftwerk der Wiedergeburt vielleicht gar nicht mehr, damit die Zivilisation nun ja wiedergeboren wird. Weil wir werden das finden, das wird unsere Renaissance. Ich habe erfahren, dass dieses Kraftwerk Teil eines Versuchsprojekts war. Ein Gemeinschaftsprojekt, bla bla bla. Wir brauchen mehr Leute, deswegen müssen wir diesen Funkturm in Betrieb nehmen. Und schon sind wir in Kapitel 2. Hammer geil. Das ist auch so geil, so unterteilt mit den Kapiteln. Also ich finde das gut. So, hier sagen wir, oh, wir haben jetzt auch keine Leute mehr, ne? Das sieht man übrigens auch. Jetzt wird es hier langsam eng. Ja. Was wir jetzt machen, Leute. Trümmer erforschen. Zack. Das ist so das nächste. Und jetzt können wir hier Technologien, Wachstum, Sortierhaus ist immer gut. Kostet 10. Ich gucke aber nochmal in Überleben rein. Ja, Pilzsammler, Muschelstation, das gibt irgendwie auch
irgendwelche Sachen. Übrigens ja auch Mucke, ne? Okay, Erkundung, Bügelsäge. Die nehmen wir nochmal mit. Und Funkturm. Ach, den haben wir schon. So, wie viel haben wir jetzt noch? 3. Ich sage euch jetzt schon, ich baue nochmal so ein Studienzimmer. Ohne Mucke, ne? Hau ab. Jetzt geht's ab. So. Und dann machen wir hier mal 2 weniger und die sollen hier mal reingehen. Und die gehen jetzt hier in den Forschungsmodus. Und der ist gleich fertig. Und jetzt auch in den Forschungsmodus. So kriegen wir nämlich passiv jetzt Forschungspunkte. So, ihr seht natürlich übrigens in diesem Gebäude 2 von 5. Ne? Wir haben also wirklich einen Ressourcenengpass, was Menschen anbelangt. Wir brauchen mehr Flüchtlinge, ja? Beziehungsweise Überlebende in dem Fall. So, also ergo, oh, hier haben wir auch ein Problem. Das ist immer ganz cool, mal kurz rüberschauen. Ne? In diesem Gebiet befinden sich nur noch sehr wenige Ressourcen. Das wächst alles nach. Und wenn ich diese Holzfällehütte upgraden würde, würde sich auch der Radius erhöhen. Holz haben wir jetzt 115. Ja, okay, lassen wir das mal noch ein bisschen machen. Beziehungsweise haben wir die Bügelsäge inzwischen. Ja, wir haben die Bügelsäge. Stimmt, habe ich ja gemacht. Also kann ich jetzt hier so machen. Ne? Hier einfach mal das droppen, hier. Also, und dann mache ich hier diesen ganzen Kram. Dann kann ich das hier nämlich stoppen und kann hier nochmal je einen mehr reinwerfen. So, wir haben jetzt auch noch 13. Oh, was ist denn hier? Bezirksverwaltung. Entenplatz. Okay. Geflutete Fabrik. Ah, okay. Risiko einer Krankheit. Risikofaktor. Also 46%. Probleme. Obdachlos. Okay, da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Wie viel sind denn obdachlos? Obdachlosigkeit einer? Okay, na komm, dann machen wir nochmal schnell. Oder warte mal, wir gehen mal kurz hier rein. Gehen in Überleben. Pilzsammlerhütte? Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich will keine Pilze sammeln. Erkundung. Wohlergehen. Verschlag. Den entwickeln wir. Und das Sanitätszelt braucht 10. Würde ich aber auch schon mal machen, dann haben wir es safe. Haben wir dann 8. Fehlen noch 2. Jetzt kann ich das hier nämlich mal ein bisschen upgraden. Dann mal los, Leute. Vollgas. Und zack. Jetzt haben wir auch keine Obdachlosigkeit mehr. Wenn ich hier mal so kurz gucke. Wo war denn das? Ich glaube hier, Bezirksverwaltung, Obdachlosigkeit, keine. Ja, Sterblichkeit, Gesundheit, Hunger, Letztübelkeit, das kannst du dir alles anzeigen lassen. Ach, hier Informationen, jetzt geht das Risiko hoffentlich wieder runter. Okay. Nimm den Funkturm wieder in Betrieb. Da müssen wir jetzt mal hin, wo ist der denn eigentlich? Ah, da hinten. Werden wir mal so ein bisschen erkunden. Ne? Hier, wir haben hier so viel Kram, werden wir mal da hinten nochmal hingehen, hier, zack. So viel Müll, das holen wir uns erstmal wieder. Hier haben wir auch nochmal Holz. Und weil wir so viel Müll haben, würde ich das Ding hier, die Sortierhütte, erstmal stoppen. Dann kann sich das hier nämlich alles so ein bisschen regenerieren. Automatisch speichern. Und dann hier oben, ne, geht es dann weiter. Nehmen wir hier nochmal die 2. Und jetzt haben wir hier, ne, generieren wir wieder ein bisschen mehr Forschung. So. Power, Leute. Genau, wir sollen sie allen zur Verfügung stehen. Ne? Wir haben ja jetzt, jeder hat ja jetzt hier, wo er schlafen kann. Wir haben eine Feldküche. Ne? Ein Lagerbestand 0,0 pro Tag. Ich glaube, aktuell haben wir genug. Trinken haben wir auch genug. Kriegen wir plus 13 pro Tag. 13,8. Und ihr seht schon, pro Tag macht das 21,9. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die 2. Was wir nicht brauchen, wenn ich einen runternehme, dann passt es wieder nicht. Das ist die Hälfte. Und dann geht das langsam runter. Also brauchen wir leider die 2. Okay. Soweit, so gut.
Wir gucken hier, gibt es auch noch mal Fische. Hier haben wir halt so diese ganzen toten Bäume. Das können wir auch noch mal wegsammeln. Man merkt so richtig, ne? Das wird halt alles weniger. Bin mal gespannt. Und dann gehen halt unser Holz, Essen und all sowas hoch. Jetzt haben wir schon 11 in der Forschung. Perfekt. Wir wollten, und das ist ganz wichtig, Wohlergehen, Sanitätszelt. Und das werde ich auch schon mal bauen. Damit, falls hier irgendwann mal eine Epidemie ist, ja, dass das hier alles safe ist. So, einmal mittlere Maustaste kann man es drehen, glaube ich. Ja, genau. Dann bauen wir das mal hier hin. Was haben wir jetzt hier? Keine Vorräte. Stimmt, wir brauchen Medizin und die kriegen wir hier von diesen Medizinpflanzen. Und hier können wir auch noch eine Menge lange Strecke zwischen Arbeit und Zuhause. Ja, dann wohn doch hier. Ah, der eine wohnt hier, glaube ich, hier hinten, ne? 5 plus 2 sind 7, aber hier können nur 6 wohnen. Oh, machen wir einen Verschlag draus. Jetzt ist der hoffentlich auch chillig. Und kann hier mit drin wohnen. Gucken wir mal hier. Zerstörte Gebäude. Okay, hier können wir nichts tun. Haben wir hier was? Oha. Hier haben wir Medikamente, die wir brauchen fürs Sanitätszelt. Durchsuchen. Haben wir hier was? Interessanter Ort. Direkt näher. Funkturm haben wir da hinten. Können wir auch mal durchsuchen. Und in der Zeit generieren wir hier schön die Dinger. Jetzt haben wir hier wieder KMA-Enzyklopädie. Wie gesagt, gönnt euch das gerne, wenn ihr das lesen wollt. So, Funkturm haben wir eine Batterie. Dann wird jetzt hier alles durchsucht. Na, jetzt haben wir wieder 2 von denen und 4 Bücher. Was machen wir damit natürlich? Da gehen wir hier in den Standardmodus und hier nehmen wir die Akademie, ne? Dass wir das hier abbauen können, dass wir das verwerten können. So, jetzt haben wir 6. Überlebenstechnologie, Muschelstation, Fischerkai, Pilzsammlerhütte. Wieso sollte ich die machen? Ich mache jetzt erstmal den Fischerkai. Oh, der braucht 10. Dann lassen wir das alles nochmal. Wir gucken mal, wir haben über 1000 Mülltrümmer. Die Sortierstation, die würde ich gerne mal upgraden. Oh, hier haben wir noch einen Wrack einer Yacht, das können wir auch mal abbauen. Das ist auch ganz cool, du kannst sozusagen alles, was du schon durchsucht hast, irgendwann halt auch einfach abreißen. Hier, das Ding können wir auch abbauen. Brauchen wir die Bügelsäge. Das Ding können wir auch abbauen, ne? Haben wir so ein bisschen mehr Platz. Okay, hier haben wir leider nichts mehr. Relikte aus allen Welt, also ab wieder in den Forschungsmodus. 5 Leute rein, Vollgas. So, wie sieht's hier aus? Abreißen. Wie sieht's hier aus? Auch abreißen. Hier brauchen wir einen Schweißbrenner. Und hier haben wir auch wieder einen interessanten Ort. Mit wieder vielen Dingen. Das werden wir uns mal anschauen. Und hier haben wir auch einen interessanten Ort. Oh, wir haben jetzt keinen Platz mehr für Müll. Das ist natürlich schlecht. Hier ist eine weiße Taube. Wir sollten sie füttern und freilassen. Wir sollten sie kochen. Wir brauchen das Essen mehr als ein Symbolbild. Okay. Das findet der gut. Dann machen wir das. 10 unbedenkliche Nahrung. 30 Menschen wurden beschwichtigt. Ja, okay. Ist halt so das Ding, ne? Die Jungs sind hier voll auf Überleben. Hier ist ein Prepperlager. Oberhaupt, wir haben in einem der Gebäude ein, was du als Prepperlager bezeichnen würdest, gefunden. Im ersten Raum ist etwas Ausrüstung und ein kopfloses Skelett, das eine Schrotflinte hält. Sieht aus, als würde der Leichnam den Eingang zum Keller bewachen. Es könnte sein, dass wir dort eine Menge Ausrüstung und Essen finden. Der ganze Ort sieht etwas unheimlich aus. Also haben wir uns entschieden, zu dir zu kommen, um dich zu fragen. Nimm jeden mit, der auch nur eine Ahnung von Sprengstoff oder Sicherheitsverkauung hat und seht nach, ob der Keller mit Sprengfallen versehen ist. Ah. Nehmt nur das, was ihr auch entfernen könnt und lasst das in Ruhe.
Ja, wir haben für dieses TNT, da brauchten wir eine spezielle Spezialisierung. Das können wir jetzt übrigens hier auch wieder machen. Ah ja, guck mal, Studium, da kriegst du mehr Wasser, Kräuter, Medikamente, Apotheke. Und hier mehr Schrott, Holz, Trümmer oder Kohle. Und hier Präzision, Ausdruck. Der Ausdruck beeinflusst die meisten Arbeiten mit der Lebensmittelherstellung. Dann gehen wir einmal hier rein und das war's. Ja, das hätte ich dann wahrscheinlich schon vorher machen sollen. Aber anyway. So, hier müssen wir den Funkturm noch aufwerten. Da brauchen wir noch ein bisschen Trümmer. Weswegen wir jetzt unser Sortierlager einfach auch mal updaten. Wenn ich es finde. Sortierhaus. Zack. Damit wir nämlich diese Trümmer holen können. Ne, hier können wir Müll holen. Jetzt machen wir dann Sortierhaus raus. Und ihr seht, der Radius wird auch höher. Und jetzt kann ich sagen Trümmermodus. Und er holt jetzt die Trümmer hier raus. Ne? Die Bootwracks kommen auch mal weg. Ja, und jetzt haben wir hier auch tatsächlich richtig viel Platz geschaffen. Eine Pilzgruppe. Oh. Mit Wildbeuterhütte. Die haben wir noch gar nicht, oder was? Doch, ein Wildbeuterhaus. Ah ja, okay. Ja, die Pilzgruppe, das passt schon. Ein Busch. Und hier haben wir einen Baum. Okay, 40 von 60. Ah ja, und inzwischen haben wir jetzt hier auch 8 von 10 Medikamenten. Auch sehr cool. So, baue das Lagerhaus oder errichte ein neues. Ja, ich glaube, wir brauchen noch mal ein Lagerhaus. Irgendwie vielleicht so auf der Ecke zwischen den beiden. So, nimm den Funkturm wieder in Betrieb. Brauchen wir 800 Müll, 400 Holz, 200 Trümmer. Müll und Holz haben wir, Trümmer noch nicht. Deswegen sollte er jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Naja, hier gibt es wieder XP. Und wir haben 11 von den Dingern. Dabei lege ich Bretter. Naja, egal, wir gehen jetzt mal im Überleben. Fischerkai. Warte mal ganz kurz. Im Wachstum, was haben wir hier? Müllsortierung. Die Zahl der allgemeinen Arbeitsplätze nimmt um 2 zu. Erstmal Fischerkai. Den ein bisschen erhöhen. Mal aufwerten. Und dann haben wir hier hinten auch noch mal ein paar mehr Fische. Sehr, sehr schön. Und wir können wieder Spezialisierung entwickeln. Na? So. Tja, wo gehen wir hin? Effiziente Arbeiten. Fischfang, Schrott, Müll. Was war das hier? Da gehen wir hier auch mal rein. Disziplin Stufe 1. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, ne? Ob man so oder ob man sich wirklich komplett rein spezialisieren sollte. Aber soweit, so gut. Wir kurz mal einen Blick. Okay, Medikamente haben wir nicht. Ja, da sollten wir mal gucken, ob wir die Kräuterfarm hier an den Start kriegen. Kostet 10. Wir müssen weitersuchen. Sortierhaus haben wir ja. Ja, hier gibt es ja noch mal ein bisschen mehr. Was haben wir hier? Ein zerstörtes Haus. Dafür brauche ich aber Gerüste. Den Trümmerhaufen. Ach, das ist ein Trümmerhaufen. Okay, hier haben wir so eine Sachen. Das kann man aber ganz gut machen, indem man hier mal so rüber geht. Hier mal so ein bisschen sammelt. Trümmer. Holz. Man, hier haben wir auch sehr viel Müll. Müll lassen wir jetzt mal. Hier nehmen wir mal einen runter und hier einen rein. Kann ich den auch abreißen, den Wasserturm? Nee, da brauchen wir ein bisschen mehr von. Bis jetzt eigentlich eine stabile Verwertung. Wir müssen jetzt hier gucken, Funkturm aufwerten. Das machen wir, denn damit geht es in der Story weiter.
Na, meine Lieben, und oben sammeln wir auch gerade Kräuter, die wir dann tatsächlich zur Medizin verarbeiten können, mit so einem Kräuterlager oder was, ne? Ah, okay, ne? Die Materialien werden hingebaut oder hingeschafft. Oh, jetzt haben wir hier schon wieder 5. Der Funkturm, ja, die sollen bauen. Es fehlen noch ein paar Trümmer und es fehlt noch ein bisschen Holz. Jetzt haben wir da, das ist ganz schön viel, 800. Aber wir haben zum Glück einiges da am Start. Und nochmal 200 und los geht's. Baufortschritt, ihr seht's hier. Sehr, sehr cool. Verunglückte Autos, die können wir noch nicht alle abbauen. Da brauchen wir einen Schweißbrenner für. Haben wir noch nicht erforscht. Inzwischen wieder bei 6 Forschung. Und ja, 4 Leute sind gerade am Bauen. Okay. So. Jetzt, da der Funkturm in Betrieb ist, können wir ihn nutzen, um weitere Ressourcen zu finden. Wir wissen alle, wie dringend wir sie brauchen. Jetzt müssen wir jetzt hier machen. Sende eine Funkübertragung, um Menschen zu finden, die auf nahegelegenen Inseln leben. Okay. Übertragung. Übertragung starten. Jetzt haben wir da nochmal 11 Forschung bekommen. Hurra, der Funkturm ist wieder in Betrieb. Ich wusste es. Wie sich herausstellte, wurde er von einer Firma gebaut, die Ivo Garza gehört, dem Chef des Wiedergeburtprogramms. Er war vor dem Vorfall ein hohes Tier und berühmt dafür, dass er unnachgiebig war und gerne trank. Aber lassen wir die Vergangenheit beiseite, blablabla. Okay, was machen wir jetzt? Vor einiger Zeit habe ich eine Gruppe von Spähern in die Gegend geschickt, um zu überprüfen, ob das Kraftwerk der Wiedergeburt wirklich hier ist. Sie haben sich hier niedergelassen. Okay. Mithilfe des Funkturms können wir Kontakt zu ihnen aufnehmen. Sie wollen sich unserer Gemeinschaft anschließen, obwohl sie dich oder deine Leute nicht kennen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie wahrscheinlich nicht beeindruckt von uns sein werden, aber sie schienen sich trotzdem zu freuen. Okay, erreiche die Spähergruppe. Und das machen wir jetzt mit einer Expedition. Und das können wir jetzt hier tun. Neue Expedition vorbereiten, brauchen wir 3 Leute für. Und dann können wir den Baumaterialien mitgeben. Lagerhaus der Pfadfinder. Oder hier diese und 3 Leute und Rationen für 3 Tage. Was ist denn hier unten? Ach, das Ding. Das ist hier. Ja, okay. Ach, ist ja witzig. Gestern war das Ding hier oben. Okay. Das ist fertig. Standardmodus. Okay, und die Neuankündigung müssen wir hier mit hinbringen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir die Expedition schicken, dann sind sie erstmal dort und wir können sie dort niederlassen. Dazu benötigen wir aber eine neue Technologie, die dort heißt. Genau, Lagerhaus der Pfadfinder. Pfadfinder Temposchub. Ja, da sind wir alle noch nicht. Deswegen machen wir das erstmal so mit ein bisschen. Na, sag schnell. Ressourcen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Funkturm, neue Expedition. 1, 2, 3 Leute. Rationen für 10 Tage. Ach komm. Na, 20 Tage, wir können es uns leisten. Expedition starten. Und wo kann ich sie hinbauen? Hier? Nee. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die Expedition, irgendwie kommt die hier an Start. Ah, hier. Pfadfinderlager. Das ist ja witzig. Ah, hier haben sie auch noch was. So, jetzt sind hier die Leute am Start. Jetzt können wir hier die geflutete Fabrik durchsuchen. Das, was wir ja machen sollen. Einen neuen Clan entdeckt, die Überlebenden von Oak Hill. Wir sind benachbarte Familien. Immunität nach vielen Jahren im Schutzraum sind wir leider anfällig für Krankheiten, was auch immer der morgige Tag bringen wird. Okay. Anfällig für Krankheiten? Weiß ich nicht. Wir sollten sie auf jeden Fall aufnehmen. Oh, jetzt hast du hier unten den zweiten Clan. Und dann geht es halt weiter, tatsächlich in die Harmonisierung. Ne? So, die sammeln das Ding hier alles mal weg. Perfekt. Ein Pfadfinderlager ist untätig, ne? Deswegen sagen wir, schau dir das hier nochmal an. Jetzt müssen wir hier uns was angucken. Okay, wieder der Kram. Sonst noch irgendwas? Nö. Dann wird das da nochmal schön Bretter,
Schrott, Dietriche. Sehr, sehr schön. So soll es sein. Ich gucke mal, können wir hier noch ein bisschen was erforschen? Das würde ich gerne nochmal machen. Ein bisschen gucken hier, was so hier am Start ist. Gefühlt komme ich ja fast hier rüber. Was ist das hier? Ah, da brauchen wir die Sortieranlage. Okay, da kommen wir dann später nochmal hin, denke ich. Die ist untätig. Was ist das denn? Ressourcengrenze erreicht. Ja, okay. Das ist natürlich schlecht. Na gut, die zwei Batterien, Funkbatterien. Jetzt sagen wir hier, ich weiß gar nicht, seht ihr, ne? Wir können jetzt hier Ressourcen wegwerfen, Lager versetzen, zurück nach Hause. Wir machen mal zurück nach Hause. Und jetzt hauen die ab. Und jetzt sind die wieder bei uns. Überall 4, 4, 4. Ja, die Unterkünfte sind alle am Start. Jetzt kommen die alle wieder. Hier, und jetzt haben wir oben die Beziehungen zwischen den Clans Good Neighbors und Überlebende von Oak Hill haben begonnen sich zu verschlechtern. Natürlich nicht so geil. Die Expedition ist sicher zurückgekehrt. Jetzt gibt es hier natürlich mal ordentlich Sachen. 18 Ressourcen. Leider kam es während der Expedition zu Infektionen. Zweimal Husten. Epidemie hat begonnen. Alles klar. Sofort instant pausieren. Zelt. Nicht auf Klinik. Isolationsstation. Und Pfadfinder. Jetzt haben wir nochmal 10 Forschung. Ansteckung. Überlebe die Epidemie. Okay. Die müssen jetzt erstmal da rein, ey. Das kann ich dir sagen. Hier hustet mir keiner die ganze Sache voll. So, jetzt können wir hier Bretter entwickeln. Das tun wir mal. Jetzt haben wir hier natürlich neue Technologien. Kräutersammelmodus. Wasserreinigung. Insektenhaus. Küche. Muschelstation. In der Erkundung. Ja, ich glaube, das mittlere Lagerhaus wäre jetzt so das nächste. Damit wir hier mal so ein bisschen vorankommen. Aktive Epidemie, Risikofaktor 12%, eine Erkrankung. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. So Leute, davon mal ab. Einiges am Start gewesen jetzt hier. Also, ne, wir haben jetzt eine Stunde auf dem Tacho. Ich glaube, soweit habt ihr einen guten Einblick bekommen. Mir macht das Spiel Spaß, ich sag's wie es ist. Ne? Ich bin jetzt hier, ich werde den Spielstand auch weiterspielen. Und an der Stelle würde ich erstmal für heute Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, checkt mal gerne nochmal den Link aus in der Videobeschreibung. Ne? Ansonsten, ja, nochmal ganz kurz so ein paar Punkte. Wie gesagt, das war wohl am Anfang ein bisschen buggy, aber habt ihr jetzt hier in der Stunde einen Bug entdeckt? Ich nicht. Ja, in dieser Stunde, aber die Leute haben wohl auch das Dev-Team Vile Monarch, habt ihr ja gesehen, die haben da wohl auch richtig Zeit investiert. Und offensichtlich hat es was gebracht, von daher, Daumen hoch, ne? Ist immer ein bisschen blöd, wenn man den Ersteindruck verkackt, ne? So eine zweite Chance. Aber dafür gibt es dann natürlich so Leute wie mich, die der Sache dann auch nochmal auf den Grund gehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder als Chucky Plays. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Chucky.